Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Reagiert. So sieht's aus. Ja. Und alle, die den Kalender im Blick haben, haben gemerkt, heute ist Freitag, also Ginger Friday. Also nicht jetzt, wo wir es aufnehmen, aber jetzt, wo ihr es anguckt, vielleicht. Hoffentlich. Und ja, wir haben heute Outlander auf dem Programm stehen. Genau, hat sich der Jim Morris gewünscht. Haben wir gedacht, komm, machen wir mal. Ist wohl ein älteres Stück, also genau. Noch mit zwei Gitarristen und mit dem alten Schlagzeuger. Genau. Und ich glaube, in der Besetzung haben wir schon mal irgendwann auf eins reagiert. Ja. Vielleicht sogar vom gleichen Konzert, vielleicht auch von einem anderen. Whatever. Nee. Wir gucken es uns einfach mal an. Genau. Lass uns mal sehr überraschen. Und ihr kriegt ja dann mit, wie es uns gefällt, ne? Ob wir wollten oder nicht. Ja. Hauen wir mal rein hier. Schwupps. Ich meine, 2014 ist so lange noch nicht hier eigentlich, ne? Ich habe erst gedacht, einer von den Jungs singt gut, aber das war Corona, das war sie. Gibt's noch nichts mehr, so mehr so Screams bis dahin. Ich glaube, bei einem anderen Video aus der Epoche habe ich auch schon gesagt, das erinnert mich mehr noch an Guano Apes, aber es ist ja auch einer ihrer Einflüsse gewesen. Genau. Circle Pit machen anscheinend. Erfordern würde. Ja. Ja, schon auch geil. Das hat mir jetzt schon gut gefallen, ja. Man hat das Gefühl, die waren damals so
man wusste schon, wo sie hingehen wollen, aber es war noch nicht so ganz so extrem. Ja, jetzt wie bei den neueren Aufnahmen, finde ich, ist der schöne Gesang ist irgendwie noch zuckersüßer irgendwie. Ja, gut, sie hat halt jetzt nicht so diese, sie hat ja oft so, also diese Growls, klar, und dann hat sie diesen ruhigen Gesang und dann, wo sie nochmal eine Schippe drauflegt. Hm. Und das war jetzt immer so diese Schippe drauflegt, dieser Gesang. Ja, genau. Ne? Und der, das ist ja das, was hatten wir letztes Mal hier, On the Top? Oder wie hieß das, ne? Ja. Und das war ja dann auch so, das war ja dann eben in der Bridge, wo sie den, da hast du ja dann auch so, oh, ja, guck mal hier, Gesang, jetzt nochmal einen draufgelegt, ja, ne? Und der war halt jetzt durchgehend quasi, außer diesen paar Growls, die dann noch so zwischendurch kamen oder den Screams. Und ja, aber das hat das auch schon cool gemacht dann, den Song. So. Naja, ja, schon, aber also, was ich meinte, ist, dass es halt die Extreme später noch krasser ausgelotet haben. Also ich sag mal, mit den richtig tiefen Growls war jetzt ja da noch nicht. Hat vielleicht auch ein paar Jahre gedauert in ihrer Gesangsausbildung, das überhaupt technisch so machen zu können. Ja, gut, vielleicht ist es jetzt auch vom Song, vielleicht wollten es halt bei dem Song auch einfach nicht so. Das kann sein, würde ich um den unbedingt auch zutrauen. Ja. Also, da war ja dann zwischendurch mal so diese Halftime, der kam dann auch ganz gut. Ansonsten ist die Musik halt jetzt bei den neueren Sachen so ein bisschen eleganter teilweise. Teilweise, aber vor allem extremer irgendwie. Ja. Aber das fand ich cool, wie ich vorhin schon sagte. Das erinnert mich noch so, der Gesang ein bisschen mehr an Guano Apes ganz früher. Aber ist ja okay, wenn man Einflüsse durchhört und sich dann von da aus weiterentwickelt. Ja. Ich habe mich halt jetzt gefragt, war das jetzt wirklich komplett hundertprozentig eine Aufnahme von diesem Konzert mit diesen ganzen Background-Sachen, die du dann halt noch drin hattest? Also es klang jetzt aber auch nicht so wie eine Studio-Version, wo einfach Ambient irgendwie noch dazu gemischt wurde. Aber es war halt auch eine gute Tonqualität, ja. Einwandfrei, ja. Ja, und vielleicht haben die da einfach so mitgearbeitet, dass das im Hintergrund mitlief. Wie gesagt, das haben wir ja schon hier und da mal gehört und gesehen bei Ginger. Ja, aber in dem Fall war jetzt wirklich ja viel Satzgesang, irgendwelche Chorgeschichten und so. Ich finde das halt aber auch, ich meine, da gibt es immer ja diese zwei, also es gibt halt zwei Extreme, entweder sagst du, ja, ich mach sowas, ja, oder nee, das muss halt alles live sein. Und ich meine, das ist schon ein Gewinn für diese. Und ich meine, sie singt ja trotzdem noch richtig. Ja, ist ja nicht so, dass da alles vom Band kommt oder sowas. Und ich finde es schon, das hebt den Song live nochmal ein bisschen an, finde ich. Also ich finde es nicht schlimm in dem Fall. Ja. Ne, wenn halt so Sachen, ich sag mal, vom Band kommen, die halt sonst komplett weg wären, einfach. Ne? Und ich meine, der Song würde so auch funktionieren, kann sie auch machen, haben sie bestimmt auch hier und da mal gemacht. Ne? Ja, aber ich finde, das kann man auch so ruhig mal machen. Da muss man jetzt nicht irgendwie rummeckern. Ja. Das wäre sowieso auch jammern auf hohem Niveau. Ja. Das ist halt was anderes, wie wenn du jetzt sagst, gut, die Lead-Vocals kommen auch vom Band, weil ich kann das so nicht live singen oder sowas. Und dann wäre es Das wär dann peinlich. Aber so, das kann man ruhig mal machen. Ja gut, über die Live-Qualitäten sind die sowieso über jeden Zweifel erhaben. Oder wenn man halt jetzt, das machen die ja jetzt nicht unbedingt, aber wenn du halt sagst, okay, ich habe jetzt noch mal ein paar Keyboards oder irgendwie so Streicher oder irgendwie sowas, ne, um so ein paar Akzente zu setzen oder sowas, ne, das finde ich okay. Ja, kann man machen. Gut, dann bis mal wieder zum Ginger Friday. Ja, ob das nächsten Freitag sein wird, können wir noch gar nicht versprechen. Es kann sein, dass die Fridays, also die Freitage finden statt, aber es kann sein, dass es nicht immer ein Ginger-Friday ist. Ja, wir werden das jetzt mal so ein bisschen wahrscheinlich demnächst reduzieren, weil ich denke mal, da wird es jetzt auch nicht so, ich meine, nicht mehr so viele Lieder geben, die wir nicht kennen. Also wird schon genug geben, aber dann auch mit Videos und so weiter und so fort. Ne? Das kann also sein, dass wir jetzt mal den einen oder anderen Freitag auch mal was anderes kommt. Ja. Ihr könnt uns auch gerne artverwandte Sachen auch vorschlagen. Also Spiritbox hatten wir ja schon mal. Ja. Und vielleicht machen wir mal wieder auf so ein Spiritbox.
Da hatten wir jetzt zwei Songs schon. Stimmt, wir hatten nur zwei, wir hatten noch keinen dritten gemacht, ja. Wir müssen immer gucken, wir haben dann immer noch mal so ein paar, die haben wir schon aufgenommen, aber noch nicht gesendet, aber auf Spiritbox war nichts mehr, genau. Die hatten wir erst kürzlich, glaube ich, auch letzte Woche oder vorletzte Woche rausgebracht, den einen. Der war auch so länger schon in der... Kann aufgenommen, sein. Ja, ja. Naja, wie auch immer, wenn es euch gefallen hat, abonniert aber auf jeden Fall. Das ist immer gut, ne? Die ja. Zahlen gehen auch ein bisschen hoch. Das freut uns immer sehr. Da gucken wir tatsächlich drauf. Und kommentiert gerne. Schlagt uns Songs vor. Und Like-Button. Und die Glocke ist nicht so wichtig, aber meinetwegen könnt ihr auch die Glocke drücken. Ja. Genau. Alles klar. Gut. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschö. Cut. Oh.